Hi Leute, weiter geht's heute mit, Leona. Muss ich jetzt kurz überlegen, ich wusste es gerade gar nicht mehr. Wir machen heute alleine weiter. Und bin auch schon sehr gespannt, was wir heute erreichen werden. Das letzte Dominion haben wir gewonnen. Endlich mal, sag ich mal. Wir hatten ja eine ziemlich lange Pechsträhne. Bin jetzt mal gespannt, wie es läuft ohne Darius. Denn, naja. Wobei er hat ja bisher immer gesagt, er macht es mit Absicht. Und letztes Mal hat er ja gemeint, er sagt diesen Satz immer nur, um mein schlechtes Spielverhalten. Wo ist denn Leona? Da. Zu unterdrücken, dass man das nicht so bemerkt und so. Bin mal gespannt. So, wen haben wir denn da alles? Ein Lee Sin hat bereits eingeloggt. Dann haben wir noch ein Staturagon, eine Vacelli und ein Darli. Wir loggen mal ein. Und vielleicht eine Riven. Bin gerade am Überlegen, ob ich euch schon mal die Geschichte von Leona erzählt habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die habe ich euch schon mal erzählt. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir warten jetzt mal. Die Gegner haben schon alle eingeloggt. Wir warten noch auf unsere drei hier. Ob die auch wohl einloggen? Mal schauen. Vor allem dieser Staturagon und dieser Dali, die haben noch gar keinen Champion ausgewählt. Ob die AFK sind oder so? Nein, der Staturagon nicht. Der hat nur einen auf den letzten Drück ausgewählt. Vielleicht konnte er sich nicht entscheiden. Weiß ich nicht. Aber der Dali hat noch nichts ausgewählt. Jetzt werde ich es gleich sehen, wenn der jetzt nichts auswählt. Ich habe nämlich letztens eine Meldung bekommen. Erzähle ich euch gleich. Tatsache. Ein Spiel wurde aufgelost, weil ein Spieler keinen Champion ausgewählt hat. Du bist automatisch in den Matchmaking warte schon zurückgekehrt. Früher war es nämlich so, zumindest als ich Spielen angefangen habe, ist schon lange her. ich spiele jetzt schon seit über einem Jahr League of Legends und hatte davor vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren oder so habe ich angefangen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass es mal so war. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann war es mal so, dass wenn man keinen Champion ausgewählt hatte, dass einfach zufällig einer ausgewählt wurde. Von denen, die man besessen hat. Der Staturagon und Vecchili sind wieder da. Orts 1 hier und Kakademona sind neu. Der Lee Sin von vorhin fehlt, glaube ich. Ja, der Lee Sin von vorhin fehlt. Der ist jetzt wahrscheinlich im gegnerischen Team. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass wir einen Lee Sin im gegnerischen Team haben. Das ist schon mal einer für normalen Schaden. Bin ich ja mal gespannt. Es sind noch 5 auf die. Wir warten zwar am... Ach komm, bitte, falls irgendeiner mal weiß, wie ich diese Meldung wegkriege, dass sie nie wieder da ist, bitte schreibt es mir. Ernsthaft. Ich habe keine Ahnung. Und sie kommt immer nur dann und nur ausschließlich nur bei League of Legends und auch nur dann, wenn ich hier in diesem Auswahlbild bin oder in der Zusammenfassung oder so, nie beim Spiel selbst. Und sie kommt und es ist vollkommen egal, ob ich aufnehme oder nicht. Sie kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich im Ladebildschirm. So, und wie ich bereits vermutet hatte, im gegnerischen Team ist ein Lee Sin. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das dieser Name war. Keine Ahnung. Den habe ich mir nicht gemerkt. Aber ich kann ja da mal vorstellen. Bei uns im Team, wir haben sogar 3, 4 Silber. Alle sind Silber, außer ich. Alle haben Silber. Naja, egal. Bei uns im Team sind mal Feed, wir mit Leona, Evelyn, Ezreal und die Riven. Und ich finde das Bild von der Riven finde ich echt wunderschön. Also das ist egal. Bei den Gegnern haben wir Special Forces, Gangplank, Gragas, Udyr, die Mitternacht-Ari, die sieht auch recht schön aus.
Im Vergleich zum zu der normalen Ahri, finde ich jetzt. Und der Lee Sin. Gut, wie ist das jetzt aufgebaut? Udyr macht gemischten Schaden, Gragas und Ahri magischen Schaden und Gangplank und Lee Sin machen normalen Schaden. Das heißt, es ist eigentlich sehr ausgeglichen. Da geht's auch schon los. So. Aber ich bin ja mal gespannt, auf was der Ude geht. Ob er wirklich gemischt geht oder ob er sich auf was konzentriert. Also spezialisiert besser gesagt. Die Minions und Türme machen ja auch normalen Schaden. Von dem her wäre Rüstung jetzt auf den ersten Blick besser. Aber das sehe ich ja dann noch. Fällt mir übrigens gerade was ein. Weil ich nämlich vorhin mehrmals und gesagt habe. Glaubt ihr, es gibt einen Satz, wo fünfmal das Wort und nebeneinander steht? Und er sowohl grammatikalisch vollkommen in Ordnung ist. Glaubt ihr das? Gut, ich habe euch jetzt mal ein bisschen Zeit gegeben zu überlegen. Ich könnte jetzt einfach sagen, ja. Oder ich könnte auch sagen, nein. Was glaubt ihr? Gut, ich sage jetzt einfach mal nein. Und das wäre gelogen. Wir nehmen den Turm hier an. Denn es gibt tatsächlich einen. Dazu müsst ihr euch aber was vorstellen. Stellt euch mal vor, da wäre zum Beispiel irgendein Geschäft. Und es heißt Meister und Kokage. Oder was? Nein, nein, nein. Das ist was Blödes. Sagen wir mal Hans und Fritz. Hans und Fritz. Und dann hängen die gerade. Moment. Jetzt muss ich gerade ein bisschen. Bleib hier, Gangplank. Okay, und dann wollen die diese Wörter an ihre, klasse. Es dauert noch ein bisschen. So, es ist auf jeden... Ey! Da kommt... Nein, 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 die stirbt gleich. Ich hoffe nicht. Ich komme einfach nicht zum Erzählen. Ich will die Geschichte erzählen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ja, wir haben die Ahri gekillt und ich sterbe selber gleich. Aber ich kann ja abhauen. Den Lee Sin haben wir auch gekillt. Den Gragas auch noch, voll geil. So, dann kaufen wir mal was. Also, jetzt aber. Da gibt es dieses Geschäft, Hans und Franz. Hans und Fritz, habe ich gesagt gehabt. Und jetzt wollen die an ihrem Geschäft obendran den Namen, also Hans und Fritz, wollen die mit Großbuchstaben hinhängen. Und dann ist da der Lehrling, der hängt die Buchstaben hin. Und dann kommt plötzlich der Meister, was weiß ich, der Hans, und sagt, so geht das aber nicht. Zwischen Hans und Fritz muss viel mehr Platz sein. Nein! Riffen, hau ab! Ja, da haben. So, da haben wir noch schnell den Lee Sin gekillt. Und da haben wir... Oh. Haben wir den Turm neutralisiert. So, ich hoffe, da geht noch was. So, und jetzt gehört er mir. Nein! Oh, verdammt! Nein! Scheiße, er hat uns gekillt. Aber wir haben den Turm eingenommen. Verdammt, verdammt, verdammt! Der Lee Sin macht gar nichts.
Wir können uns was kaufen. Da ist die Riffen, die hat, hält hier auf. Oben ist leider niemand. Wir haben die eingenommen. So, wir können jetzt wieder latschen. Unten bei Israel schaut es eigentlich auch ganz gut aus. Ja, die Riffen hat den Lee Sin gekillt. Und oben wurde Uti gekillt. Super. Die Ari ist mittlerweile unten gerade. Aber alleine. Das heißt, er braucht, ist also 1 gegen 1, er braucht nicht unbedingt Hilfe. So, jetzt schauen wir mal, Leute. Wir kriegen den Turm schon wieder. Griffin hält rechts noch Stand. Und wir haben ihn neutralisiert. So, wir haben ihn gekillt. Wir haben sogar den Kill bekommen. Komm schon, du musst nur noch ein bisschen... Scheiße. Oh Mist, jetzt haut er ab. Egal. Ha, von da kommt sogar... Oh nein, die Riffen wurde gekillt. Stirb! Ja, oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, ich sterbe! Verdammt! Unten sind, wieso sind unten zwei? Waren da zwei Gegner? Egal. So, schauen wir mal nach. Okay, magisch. Das hier ist angeschaut, ist normal. Udi geht also auf normal. Magisch. Normal und normal. Das heißt, dreimal normal. Da gehen wir lieber auf Rüstung. Aber natürlich holen wir uns hier das für beides. Erstmal. Mondstaubzauberklinge. So, Bot wird gerade geholt. Finde ich super. Dann können wir ja ein bisschen top gehen. Eingenommen, Quest abgeschlossen, plus 20 Punkte. Obwohl wir nicht mehr daran teilgenommen haben. Hm. Habe ich auch noch nicht gewusst bisher, dass das so gilt. Nein, verdammt. Lauf zu mir, Evelyn, lauf zu mir. Nein, verdammt, ich habe doch extra noch F gedrückt. Das ist gar nicht da. Ups. So, ich passe jetzt mal auf. Da ist garantiert. Da ist der Gangplank. Ich warte mal auf die anderen. Unten ist es 2 gegen 2. 2 gegen 1 nur noch. Okay, da kommt zumindest mal der Malfeed. Mit dem können wir jetzt was ausrichten. Alleine ist es, wäre es ein bisschen schwer. So, wir machen hier den Turm. Oh, Mist. Ja, gut, wir haben einen Assist bekommen und wir können jetzt hier den Turm einnehmen. Unten ist es immer noch 2 gegen 2. Der Gragas ist also runtergegangen. Und hier kommt mit den ganzen Minions. Ist er eingenommen? Wo? So, da gehen wir auch schnell helfen. Sie hat es nicht genommen, nehme ich. Oh, verdammt, sie braucht unbedingt meine Hilfe. Sie braucht keine Hilfe mehr. Ich will nicht, dass sie das einnimmt. So, kommt schon. Geht ruhig auf mich, ich bin der Tank. Aber wir gehen auch auf den Tank. Das ist nicht so gut, verdammt. Da kommt die Evelyn. Oh, wir haben Bot auch verloren, komplett. So, das ist gut. Der stirbt jetzt auch. Wir können uns ein bisschen was kaufen.
So, Top haben wir aber schon wieder verloren. Moment mal, wir können den Egatron-Mantel auch gleich kaufen. So, und wir gehen wieder hoch. Bot um Bot wird sich gerade gekümmert. Evelyn will Backdown. Also die will sich ihren mittleren Turm holen, während oben beschützt wird von den Gegnern. Gragas wurde gekillt. Oh verdammt, ich muss unbedingt Evelyn helfen. Ja, nein, hau ab, Evelyn. Nein, verdammt, die Ari hat sie noch gekillt. Und der rennt zum Turm. Wir killen dich, Udyr. So. Da unten kommt der Gragas, aber bis der da ist, haben wir den Turm locker neutralisiert. Oh. Na gut, da ist noch... Da ist war noch der Gangplank, der kommt auch wieder, aber bis der da ist... eingenommen haben wir ihn sogar schon durch die Minions. Evelyn kommt auch. So. Oh verdammt, da kommen sie alle. Nein, 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 nein. Ah, natürlich genau daher. Sind sie zu viert da? Nimm's mal bitte Bot ein. So, wir haben... Oh, oh. Nicht gut. Verdammt. Nimm mal bitte Bot ein. So, wir holen uns das hier und... Ach komm, dann holen wir uns noch Elisas Wunder. So, und als nächstes holen wir uns Ninja Tabby. Das ist gut. Sie nehmen Bot wirklich ein. So, und wir holen uns jetzt Top wieder. Oh, jetzt sind sie zu dritt Bot. Das müssen wir ausnutzen. Ich hoffe, die packen das. Also die Gegner sind zu dritt Bot, nicht wir. Ja, sie haben Lee Sin gekillt. Oh nein, die Riffen wurde getötet. Das war fast zu erwarten. So ein Mist. Stirb schon! Okay, dann nehmen wir halt weiter ein. Oh oh. Und wir haben Gragas gekillt. So, Bot wurde uns dafür aber wieder genommen. Komm schon weiter, da ist die Ari. Und Lee Sin auch. Ich habe keine Ahnung, wo die Evelyn ist. Nein, verdammt. Okay. Wir sind gestorben, aber Malphite lebt noch. Und am Turm hat er, kann er locker... Oh, verdammt, 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 verdammt. So, Ninja Tabby. Sind wir jetzt auch schneller. Und dann holen wir uns die hier als nächstes. Wie viel Schaden haben wir eigentlich? Ja, das war jetzt hübsch gleich, sage ich mal. Nee, warte. Lee Sin hat eindeutig mehr Schaden gemacht. So, ich hoffe, das passt unten. Da sind gerade zwei gegen... Einer gegen einen. Riffen killt da. Das passt. Dann gehe ich hoch zu Malphite. Der braucht unbedingt Hilfe. Verdammt. Israel war auch. Okay, er braucht auch keine Hilfe. Dann gehen wir wieder hoch. Umsonst runter. Aber egal. Malphite konnte Lee Sin hervorragend in Schach halten. Nein, verdammt!
Oh oh. Nicht gut. Nein! Er musste jetzt auch gerade unbedingt umdrehen. Ja, Evelyn, du hast es noch geschafft abzubrechen, bevor es... Oh. Das war nicht gut. Okay, was können wir uns leisten? Wir können uns das hier leisten. Hätten wir gut gebrauchen können jetzt. Okay. Es ist noch in Ordnung so. Ich hoffe, Riffin kommt dort klar. So, Malphite kommt mir gerade zu Hilfe. Aber das hat er gesehen. Aber da ist Gragas. So, Gragas, dich schnappen wir uns. Die Evelyn kommt auch noch. Dann schnappen wir uns halt den da. Geht zumindest verlangsamt. Scamplank. Oh oh. Nein! Verdammt! Okay. Oh, das können wir auch gleich kaufen. Abklingzeit reduziert. So. Unten kümmern sich Israel und Evelyn drum. Dann gehen wir mal hoch. Der Riven helfen. Malphite kommt mit uns. Okay, der Riven muss uns nicht geholfen werden. Bottom auch wieder. Okay, jetzt braucht Riven Hilfe. So, da haben wir dich, Udyr. So, ich hoffe, ich halte es jetzt noch durch. Nein! Mist! Ich habe gerade rechts geklickt, aber das war wohl zu spät. So, Turm 1677 normalen Schaden gemacht. Udi auch einen lauter normalen Schaden. Der Kanonenschaden von Gekling war magisch. Super Timing ist. Verdammt, Bot ist keiner und da kommt Gragas gerade. Gehen wir Bot. Leider werden wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Verdammt, nein! So, ein paar Minions gekillt und ein bisschen Gold geholt. So, oh. Nein! Boah, ich lebe noch. So, ich nehme den jetzt ein und dann porte ich mich zurück. Nein! So, das hast du jetzt davon. Bitte nicht sterben. Ja, ich lebe noch. So, ihr zwei nehmt jetzt bitte den rechten unteren ein und ich port mich mal zurück. So, das hole ich. Oh, das kann ich mir auch gerade holen. Perfekt. So, weiter nach oben. Huh, gut. Jetzt haben wir dann vier Türme, wenn es gut klappt. Ja, vier Türme. So. Ich glaube, ich sollte nach oben gehen. Das ist sicherer. So. Okay, dann warten wir hier mal auf Lee Sin. Gangplank kommt sicher auch gleich. Okay, Malphite will hier rumlatschen. Dann lassen wir ihn natürlich nicht alleine. So, die anderen haben... Ah, die haben ihren Turm wieder eingenommen. So, bin ja mal gespannt, wie das jetzt wird. Wir haben dich, Lee Sin. Oh, verdammt. Verdammt, falsch. Nein. Nein, Mist. Ah, okay, aber Bot schaut es wieder gut aus. Es ist wirklich sehr knapper Kampf hier gerade. Ich glaube, wir hätten einfach am Turm warten sollen. Ah, einer, zwei von denen rennen jetzt garantiert da und dahin. Da ist zumindest Gangplank. Den müssen wir sofort aufhalten.
Ezreal kommt uns zuvor. Oh, aber knapp noch getroffen. Bot schaut aber auch nicht wirklich gut aus. Ah, aber gut, wir gehen zu viert hoch. Das heißt, uns gehört Top schon mal sicher, weil drei Bots sind von den Gegnern. Vier von den Gegnern sind Bot. Die zwei holen sich den, dann hole ich mir doch den. Ja, die haben Top schon. Finde ich super. Nein, da kommt die Ahri, verdammt. Gehen wir wieder Top. So. Da ist irgendwo die Ahri. Vorsicht, Leute. Ob das was wird? Nein, 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 verdammt, verdammt, nachhabend. Das will ich nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Nein, verdammt, ich bin gestorben. Ach Mist, jetzt machen die uns echt noch fertig oder was? So, die Dornenrüstung als nächstes. Aber den größten Schaden macht tatsächlich der Gangplank. Bot ist gar keiner von uns. Top können uns auch nicht. Verdammt, wir müssen jetzt ganz schnell zwei Türme einnehmen. Ja, also ein gutes Spiel war es auf jeden Fall. Nein, Mist. Okay, leider verloren. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder in Zusammenfassung. Wie der Ezreal, der blinkt so schön hier. Also Leute, leider verloren. War doch nichts. Aber es war ein tolles Spiel. Wen ehren wir denn? Ich werde auf jeden Fall... ja, wen ehren wir? Ich würde gerne die Ahri... Nee. Entweder Gangplank, der hat mir Schaden gemacht. Und von uns ehren wir, wie wär's mit Riven? Ja, Riven. Entweder Riven. Oh, ich habe mehrere Ehren. Oh, ja gut, wenn das so ein tolles Spiel war, holen wir noch den, bei uns ehren wir noch, den Ezreal würde ich gerne noch ehren. Ah, und das war's eh schon. Ja gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.